Die Welt des Glücksspiels. Bunt und verlockend. Mit einem jährlichen Umsatz von rund 40 Milliarden Euro. Amir ist 32. Er zockt seit seinem 16. Lebensjahr. Manchmal ganze Nächte. Der Freundin habe ich gesagt, dass ich früh schlafen gehe. Der Familie habe ich gesagt, dass ich auf einer Dienstreise war. Hab dann in der Tasche meine 8.500 Euro gehabt. Bin dann in die Spielhalle rein. Innerhalb kürzester Zeit sieht man halt, wie die Geldbeträge immer weniger werden. Das hat mich dann immer mehr, mehr gereizt, dran zu bleiben, weil irgendwann müssen die Automaten ja was auszahlen. Es kann ja nicht sein, dass ich 8.500 Euro innerhalb einer Stunde verzock. Ich habe in den letzten 16 Jahren, die ich Spielautomaten gespielt habe, um die 500.000 Euro verspielt. Eleni sucht nach der Ursache ihrer Abhängigkeit. Ich habe das irgendwann mal so verkörpert zu diesem Spielautomaten, dass ich mich eigentlich nur wohlfühlen konnte. Und eigentlich auch die Menschen auch immer mehr nicht mehr aufsuchen wollte. Ich habe diese Automaten irgendwann wie Freunde angesehen. Sie lenken einen ab, sie reden nichts, sie stressen einem nicht. Für Volker ist das Glücksspiel lange die absolute Erfüllung. In diesen Momenten, wenn du spielst, schüttest du ja auch unheimlich viel Hormone aus. Also da sind Hormone dabei, die sind ähnlich wie beim Sex. Und deswegen habe ich auch nach der Geburt meiner Tochter mit meiner Frau 8 Jahre lang nicht geschlafen, bis zur Trennung. Also wir hatten keinen Sex mehr. Ich habe es ja schon beim Spielen quasi bekommen, mehr als genug. Volker war 23 Jahre lang spielsüchtig. Für uns erinnert er sich noch einmal an den Moment, als alles begann. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da alles drin ist in der Kiste. Ich habe schon ewig nicht mehr reingeschaut. Eine Reise in die Vergangenheit. Ich suche so nach ganz alten Bildern, wo ich so 10, 11 war, weil da ja auch meine Geschichte begonnen hat. Das sind tatsächlich Bilder, die sind in der Schule entstanden. Ja, es waren für mich jetzt, wenn ich es mir so herhole, tatsächlich noch ehrliche Augen. Als 10-Jähriger hat Volker zum ersten Mal Bekanntschaft gemacht mit einem Glücksspielautomaten. Regelmäßig habe ich mit meinen Eltern meine Oma besucht und auf der Rückfahrt haben wir immer an der Autobahnraststätte gehalten. Und Oma hat mir immer 2 Mark zugesteckt. Ich war da immer ganz glücklich drüber und ich habe in den Stops davor immer so gesehen, da steht so ein Automat, da hängt was, das blinkt, das leuchtet. Das hat mich irgendwie magisch angezogen. Ich wusste, ich kann da Geld reinwerfen und dann habe ich das irgendwann tatsächlich im Alter von 10 Jahren auch gemacht. Und das war das erste Mal, dass ich meine Eltern wegen dem Spielen angelogen habe, weil ich gesagt habe, ich gehe auf Toilette und bin vor diesem Automaten gestanden, habe dieses Geld eingeworfen, habe es blinken, leuchten sehen und dann bin ich da wieder weggelaufen. Von da an zieht es Volker immer häufiger zu den Spielautomaten in seinem Heimatort Fellbach bei Stuttgart. Und so mit 18, wo dann das eigene Geld verdient worden ist, da fing es dann, glaube ich, richtig an. Also dann war das nicht mehr so, dass ich mit meinen Kumpels in die Disco bin, weil ich gesagt habe, was soll ich da? Ich traue mich sowieso nicht, ein Mädchen anzusprechen. Ich setze mich lieber vor den Automaten. Die Kumpels haben dann gesagt, okay, da spielt er sowieso nur. Dann brauchen wir den gar nicht fragen, dann nehmen wir den gar nicht mit. Und so habe ich dann die Abende und Wochenenden am Spielautomat verbracht. In der Suchtfachklinik Höchsten in Baden-Württemberg beginnt Eleni eine Therapie. Sie ist seit 14 Jahren aktive Glücksspielerin. So, jetzt. Mit Therapeutin Stefanie Meyer spricht Eleni, die wir zu ihrem Schutz anonymisiert haben, über ihre traumatischen Kindheitserlebnisse. So, das heißt, es ist eigentlich gar nicht so einfach, sie wirklich ihnen nahe zu kommen. Ja. Ja, kann man so sagen? Ja. Anscheinend, weil sie viele Gefühle so verbergen. Mhm.
Bei mir sind das Probleme, die schon im Kindesalter angefangen haben. Ich würde schon sagen, seit meinem 5. Lebensjahr. Kann man da mal kurz hingucken, was da war? Es gab Zeiten, da sind sie so dritt, viert auf mich los, wo ich auf dem Boden lag. Ja, wer? In der Form Gewalt. Wer? Der eine hat einen Stock in der Hand gehabt, die andere einen Schuh, was auch immer griffbereit ist. So. Wissen Sie noch, was Sie dann gemacht haben? Ich habe sehr viel geweint. Mhm. Ich wüsste gar nicht, wenn ich meine ganzen Tränen zusammenfassen würde, vielleicht würden da einige Badewannen zusammenkommen. Wer genau ihr diese körperliche Gewalt angetan hat, will Eleni nicht sagen. Doch diese seelischen Schmerzen versucht sie lange, mit Hilfe des Glücksspiels, zu betäuben. Auch Amir taucht täglich in die verheißungsvolle Parallelwelt ein. In der Spielhalle hat mich niemand genervt, es hat mich niemand gestresst. Niemand hat mich angerufen und um etwas gebeten. Ja, das war meine Welt. Meine Welt, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich abschalten kann, wo ich nicht über meine Sorgen, nicht über meine Probleme nachdenken muss. Das hat da keinen Platz gehabt. Und ich wurde behandelt wie ein König. Amir und Eleni gehören zu den rund 430.000 Personen in Deutschland, die man aus medizinischer Sicht als spielsüchtig bezeichnen kann. Bei ihnen hat das regelmäßige Glücksspiel zu krankhaftem Suchtverhalten geführt. Auch bei Volker äußert es sich so, dass er bald nicht mehr selbst entscheidet, ob er spielen will oder nicht. Die Hormone Dopamin und Endorphin werden ihm zum Verhängnis. Denn das Belohnungssystem des Gehirns aktiviert diese Glückshormone bei jedem Spieleinsatz. Egal, ob man gewinnt oder verliert. Diese Slotmaschinen, die hatten für mich diese Bedeutung, einzusetzen, also Start zu drücken. Und in 2 Sekunden hatte ich das Ergebnis. Und je höher natürlich mein Guthaben war, desto höher habe ich auch gespielt. Ich habe Spiele gespielt mit einem Klick von 16 Euro im 2-Sekunden-Takt. Weil eben 4.000, 5.000 Euro mal Guthaben waren, weil ich vielleicht die Tage davor was gewonnen hatte. Das Glücksspiel diktiert Volkers Alltag. Der Fliesenleger hat ein perfektes Doppelleben geführt, am Arbeitsplatz und in der Familie. Keiner weiß von seiner Sucht. 23 Jahre lang verspielt er fast seinen ganzen Monatslohn. Am Ende sind es insgesamt 300.000 Euro. Doch dann kommt es zu einem Wendepunkt in seinem Leben. Im Oktober 2007. Auslöser ist seine damals 5-jährige Tochter Jill. Hallo, ich grüße Sie. Wir hätten Lust auf Eis. Volker hat in der Nacht von Freitag auf Samstag seine letzten 1.000 Euro im Online-Casino verzockt. Wovon soll er jetzt den Wochenendeinkauf bezahlen? Auch die Miete ist noch offen. Kein Cent mehr in der Tasche, das Konto leergeräumt. Volker steht mit dem Rücken zur Wand. Es war Wochenende, mein Töchterchen wollte mit mir raus auf den Spielplatz. Aber es war eine sehr angespannte Situation, weil ich wusste, ich muss einkaufen, ich brauche Geld und ich habe keins mehr. Ich habe wirklich nichts mehr. Und wir laufen an dieser Eisdiele vorbei und das Töchterchen schon freudestrahlend. Sie möchte ein Eis, sie möchte ein Eis. Hat die anderen Kinder schon gesehen, wie sie ihre Eistüte hatten. Und ich muss dir sagen, ich habe kein Geld dabei. Da war ich natürlich schon sehr traurig, weil alle Kinder froh waren mit einem Eis. Und ich bin natürlich weggegangen ohne ein Eis. Und da bin ich schon in Tränen ausgebrochen, klar. Haben natürlich dann auch alle geschaut. Ja, das war dann in dem Moment wie so ein Knall. Also dieses Doppelleben ist geplatzt. Mein ganzes Leben ist geplatzt. Alle Lügengerüste, alles ist plötzlich weg gewesen. Volker steht vor der schwersten Entscheidung seines Lebens. Soll er seiner Familie, den wenigen gebliebenen Freunden und seinem Arbeitgeber die Wahrheit erzählen? Soll er wirklich zugeben, dass er seit Jahren spielsüchtig ist? Und dann stand ich hier und es wurde immer dunkler um mich herum. Ich habe dann auch keine Gedanken mehr gehabt. Es war nur noch, jetzt kommt der Zug und jetzt ist es vorbei. Und in dem Moment, als ich diesen Schritt nach vorne machen wollte, war
war plötzlich meine Tochter vor meinen Augen. Ich bin erschrocken zurück. Und das hat mir dann das Leben gerettet. Und dann saß ich da 2-3 Stunden. Das ist schon heftig. Und auf einmal merkte ich dann für mich, okay, das möchtest du nie wieder erleben. Da musst du was für tun. Das ist noch mal vielleicht eine allerletzte Chance. Und so habe ich dann irgendwann auch ein paar Tage später den Weg in die Beratung gefunden oder zumindest mal einen Termin gemacht. Volkers Ehe scheitert. Er meldet Privatinsolvenz an und schlägt einen neuen Weg ein. Für Jill. Er will die Sucht endlich hinter sich lassen. Nicht jedem gelingt das. Adrian hat seinen Sohn Tjark an die Glücksspielsucht verloren. Der 23-Jährige nahm sich im Herbst 2020 das Leben. Der Vater will verstehen, warum sein Sohn keinen anderen Ausweg sah. Er fehlt so. Er fehlt so. Es gibt Momente, da kann man ganz gut damit umgehen. Und dann gibt es wieder Momente, wo man einfach in Trauer ist. Und so. Das ist alles so sinnlos ist in dem Moment. Es ging letztlich ja um eine Krankheit, die man vielleicht ein bisschen heilen könnte und um Geld. Aber es ist so sinnlos, sich umzubringen wegen sowas. Und das schmerzt so. Und dass man es nicht erkannt hat, das schmerzt ungemein. Ich hinterfrage, hätte ich irgendwas besser machen können, hätte ich irgendwas anders machen können. Und diese Frage stellst du dir eben als Vater. Was es für Angehörige so schwer macht, die Glücksspielsucht zu erkennen, sie geht nicht unbedingt einher mit körperlichen Veränderungen, wie zum Beispiel bei der Alkoholsucht, ist aber ebenso gefährlich. In letzter Zeit habe ich halt schon gemerkt, dass ich das gar nicht mehr bewusst mache, dass das gar nicht von mir kommt, sondern einfach, dass mich die Sucht unter Kontrolle hat und mich dahin zieht zum Automaten. Das war zum größten Teil eine harmonische Beziehung, weil ich wusste, irgendwann wird er mich wieder beschenken. Aber im Endeffekt war ich immer der Verlierer. Ich habe diese Automaten irgendwann nur wie Freunde angesehen. Sie lenken einen ab, sie reden nichts, sie stressen einen nicht. Vielleicht machen sie einen auch noch glücklich, einen Menschen glücklich. Und wenn es halt nicht so ist, sieht man ihn eigentlich wie einen Feind. Aber eigentlich ist man eigentlich der eigene Feind, selber. Eleni ist seit 3 Wochen in der Suchtklinik. Die Therapie soll ihr dabei helfen, ihre traumatischen Erlebnisse anders zu bewältigen als durch das Glücksspiel.